Trotzdem tut es Not und wir sollten nicht nachlassen, das zu tun, darauf hinzuweisen, dass es Unterschiede gibt zwischen den heutigen Migranten und den deutschen Vertriebenen der Nachkriegszeit. Der wesentliche Unterschied ist die Grundlage und nicht die Auswirkung. Die Grundlage ist, dass bei den deutschen Vertriebenen die Vertreibung, die Entfernung aus der Heimat die beabsichtigte Grundlage des Handelns war. Es war die Tatsache, das Ziel, das erreicht werden sollte, wegen derer man die Vertreibung beging. Bei den Fluchtbewegungen der heutigen Zeit, soweit es im engeren Sinne eine Flucht überhaupt ist, ist nicht Sinn und Zweck des Handelns, die Menschen zu vertreiben, sondern Folge des politischen Tuns in den Ausgangsstaaten, in denen Krieg, Bürgerkrieg und sonstige Not herrscht. Die deutschen Vertriebenen, das muss man aber auch sagen, hatten keine Handys. Sie wohnten jahrelang in Notunterkünften. Sie wurden nicht als Refugees welcome begrüßt. Und sie konnten vor allen Dingen nicht auf Urlaub in die Heimat fahren. Aber anders als die heutigen Geflüchteten, wären die allermeisten sofort und auf die Knie nach Hause gegangen, wenn man sie gelassen hätte.